Die Mercedes-Benz Arena, kurz vor Weihnachten, der Place to be. Drittes Heimspiel in Folge für die Eisbären. An Spieltag 30 zu Gast die Nürnberg Ice Tigers, die nach dem 3:0-Erfolg am Donnerstag im Kellerduell gegen Iserlohn und 3 Siegen aus den letzten 5 Partien Hunger auf mehr haben. Aber auch die Eisbären nach dem Sieg über Augsburg mit breiter Brust. Und die erwischten den deutlich besseren Start in diese Partie. Die Szene vom Bulli weg, ungeschnitten. Der junge Maxi Heim durfte heute wieder in den Starting Six ran. Und dann kommt die Scheibe irgendwie über Umwege zu Julian McCurry. Dann Yannick Villiers. Und am Ende der Nahrungskette steht Patrice Cormier. Das Kaugummi von Tom Rowe noch nicht richtig warm gekaut und schon liegt Nürnberg zurück. 33 Sekunden vom ersten Anspiel bis zum 1:0. Gutes Auge von Villiers auf Patrice Cormier, der schon gegen Augsburg getroffen hatte. Hier also mit Tor Nummer 9 durch die Hosenträger von Leon Hungerecker, der den Shootout sicherte am Donnerstag gegen Iserlohn. Das wurde hier früh unterbunden. Und Nürnberg sichtlich geschockt. Nur wenige Minuten später Marcel Nöbels auf Jaden DeShano. 7. Minute, 2:0 Berlin. Der Tabellenführer legt einen nach und das ist hervorragend rausgespielt. Nöbels auf DeShano und auch der hat getroffen am Donnerstag gegen Augsburg. 4. Torerfolg schon im 6. Spiel. Ein Neuzugang, der sich mal so richtig ausgezeichnet hat für die Berliner. Von Nürnberg nahezu nichts zu sehen. Das schon alles, was man in der Offensive kreierte. Ellis Hede probierte sich an Jonas Stettmer, der heute den Vorzug bekam vor Jake Hildebrand. Der durfte eine vorweihnachtliche Pause genießen. Also aktuell läuft alles nach Plan für Sergio Bahn und seine Berliner. Sprung rein in Drittel Nummer 2 und Nürnberg mit dem besseren Start. Weber und dann Charlie Gerard, der den Anschluss besorgt. 22. Spielminute. Nürnberg lebte wieder. Ausschlaggebend dieser Vorstoß von Weber. Und dann ist Unklarheit im Slot. Charlie Gerard, der Nutznießer, Saisontreffer. Nummer 10 natürlich nicht zu halten für Jonas Stettmer. Und Gerard, der bastelt weiter an seiner Serie in den letzten 3 Partien. Immer gepunktet. Also auch heute mit dem Torerfolg. Berlin fand eine gute Antwort. Nur ein paar Minuten später. Ty Ronning. Schlüsselspieler für die Eisbären in dieser Saison. 15 Punkte in 18 Partien. Hier fehlten nur Zentimeter. Aber auch Nürnberg deutlich besser drin als noch im ersten Drittel. Hede wieder mit der Monsterchance auf den Ausgleich. Tor offen. Allerdings zu ungenau. Die ganze Mannschaft und Tom Rowe spürte, hier ist definitiv noch was drin. Wir springen rein in den Schlussabschnitt. Da passierte lange nichts bis zur 53. Spielminute. Nürnberg im Angriff. Der Schuss kommt von Stower. Und dann ist es Daniel Schmölz. Ausgleich Nürnberg. Und das Ganze lag in der Luft. Und natürlich ist es Daniel Schmölz, der Topscorer. Kurze Unklarheit bei Stettmer. Schmölz wirft das Torradar an und hat dann keine Probleme. Klassischer Schmölz-Treffer. Ausgleich für Nürnberg. Die Ice Tigers hatten die Eisbären am Rande einer Niederlage. In der regulären Spielzeit passierte nichts mehr. Nur noch diese Möglichkeit von Föder kreiert und dann ist es Freddy Tiffels, der an Leon Hungerecker scheitert, hielt seine Mannschaft im Spiel und deswegen ging es nach 60 Minuten in die Overtime. Hervorragend rausgespielt von Nöbels. Tiffels, 5 Spiele ohne Treffer und auch hier ohne Torerfolg. Man zitterte wieder gegen Ende der Partie. In der Overtime passierte nichts und dann eben Geschichten, die nur Eishockey schreibt. Leo Föderl mit der Entscheidung gegen seine Ex-Kameraden besorgte den Extrapunkt für die Eisbären. Nürnberg hat gut gespielt. Am ersten Drittel, glaube ich, waren wir noch besser und dann waren die Nürnberger wirklich gut. Haben eine schnelle Mannschaft. Und so einfach ist es nicht, Spiele zum Gewinner. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt immerhin 2 Punkte haben und ja, weiter geht's. Berlin's a great team, going down 1-0 very early first shift and then 2-0. Showed a lot of character in the room to bounce back and get a point there in overtime.
Nürnberg kommt gut zurück. Am Ende reicht es allerdings nur für einen Punkt. Berlin gewinnt mit 3:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers und geht als Tabellenzweiter über Weihnachten in die Pause. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.